Verkehrte Welt von Jürgen von der Lippe und Monika Kleves. Gesprochen von Caroline Kebekus, Jürgen von der Lippe und Jochen Malmsheimer. Eine Produktion von Eichborn Hörbuch. Bankgeheimnis. Ich hatte gerade mein Kärtchen in den Kontoauszugsdrucker gesteckt, als ein maskierter Mann die Bank überfiel. Geld her, sagte er erstaunlich leise, fast schüchtern, warf einen Jutesack über das Panzerglas und nestelte in seiner Jackentasche. Die Waffe, was auch immer das sein mochte, steckte offensichtlich so unglücklich darin fest, dass er sie nicht herausbekam. Die Nerven, dachte ich, und wollte ihm schon zu Hilfe eilen, da hörte ich den Kassierer laut auflachen. Geld! Was für Geld! Guter Mann, lesen Sie denn keine Zeitung? Wir haben nichts mehr. Nada, niente, nothing. Sie nehmen mich wohl nicht ernst, gab der Maskierte zurück. Nein, kein Scherz, erwiderte der Bankangestellte gut gelaunt und erhob sich von seinem Stuhl. Kommen Sie herum, ich zeige Ihnen gern unseren Safe. Nichts mehr da, Ebbe. Selbst die abgepackten Geldbündel mit manipulierten Scheinen für Überfälle hat man uns weggenommen. Tja, sagte seine Kollegin, mitleidig mit den Schultern zuckend. Da kann man nichts machen. Dann faltete sie sorgfältig den Jutebeutel zusammen und schob ihn durch die Geldschleuse zurück. Mist, das ist doch ein Komplott. Man hat sich gegen mich verschworen, immer dasselbe, hab langsam die Faxen dicke, hörte man den Unglückswurm brabbeln, während er sich den Strumpf vom Kopf zog und auf dem Absatz kehrt machte. Die tiefe Enttäuschung in seinem Gesicht rührte mich. Ich lief ihm nach und rief, hey, Sie haben Ihren Beutel vergessen, Herr Beck. Ich kannte ihn aus dem VHS-Kurs Dachgeschossausbau gewusst wie, wo er mich mit seinem Vortrag über den problemlosen Umgang mit Architekten und Handwerkern ermutigt hatte, dem im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt Effekt auf den Grund zu gehen. Er drehte sich um, ich reichte ihm den Beutel und er wischte sich damit seine Tränen von der Backe. So schlimm war das nun auch wieder nicht, Herr Beck. Stellen Sie sich vor, was mir letztens auf einer kleinen Postbank passiert ist. Es war kurz vor Mittag, ich wollte schnell den Pokergewinn vom Wochenende aufs Sparkonto einzahlen und als ich dem Beamten das Sparbuch und die 8000 über die Theke schiebe, zieht der plötzlich eine Pistole. Stellen Sie sich das mal vor, der hat mir alles abgeknöpft, Portemonnaie, Brieftasche, selbst den Ehering. Und bevor ich gehen durfte, musste ich ihm sogar noch einen... Sagen Sie nichts, ich weiß Bescheid, dasselbe ist mir auch passiert. Ich wollte bei der Dresdner Bank was abheben, da zeigt der mir eine Flasche kleiner Feigling und sagt frech, hier drin ist der Ebola-Virus, wenn Sie einen anderen Tod sterben möchten, dann stellen Sie mir jetzt mal flott einen Barscheck über Ihr gesamtes Guthaben aus, oder? Naja, wir haben noch ein bisschen erzählt und uns zum Nordic Walken verabredet. Vielleicht klappt's ja. Natürlich nur, falls Sie ihm nicht die Stöcke klauen.